Ja. Makoto? Sekai? Hör mal, hast du morgen Zeit? Ich brauch dich dringend. Hm? Wenn du morgen Zeit hättest, könntest du dann mit mir ins Krankenhaus gehen? Wohin? Ins Krankenhaus? Ja. Zur Entbindungsstation? Ja. Kommst du mit? Die leibliche Mutter kann nicht alleine gehen, um ihr eigenes Kind zu gebären. Wir müssen uns beide vorbereiten. Wir werden zu Mutter und Vater, Makoto. Deshalb musst du mit mir auf die Entbindungsstation. So wurde es mir beigebracht, also musst du auch... Ich komm nicht mit. Ach. Ich bin nicht der Vater. Doch bist du. Du bist der Vater. Von diesem Kind. Warum sagst du so etwas? Hör auf damit. Aufhören? Ja, hör endlich auf damit, Sekai. Das kann so nie funktionieren. Ich glaube nicht, dass ich dich und das Kind von Taisuke lieben kann. Das ist nicht wahr! Es ist von dir! Es ist dein Kind! Sei ruhig! Ich leg jetzt auf. Also... Ist es wegen Katsura-san? Diese Kotonoha Katsura erzählt dir komische Dinge, nicht wahr? Hat sie nicht. Du sagst solche Dinge nicht, Makoto. Ich weiß es ganz genau. Merkst du nicht, dass sie die ganze Zeit mit dir spielt? Du redest nur Blödsinn. Es ist wahr, dass ich mit ihr gesprochen habe, aber sie hat nicht... Hey, warte doch mal! Makoto-kun! Kotonoha, morgen. Guten Morgen. Ich hab gestern mit Sekai gesprochen. Sie hat mich in der Nacht angerufen und wollte, dass ich sie ins Krankenhaus begleite. Hast du es gemacht? Nein, ich habe abgesagt. Das muss endlich aufhören. Ich hoffe nicht, dass sie auf diese Art und Weise weitermachen will. Das wäre nicht gut für sie und für das Baby, was sie in sich trägt. Du hast recht. Gestern Abend dachte sie wirklich, du würdest mich belügen, was das mit ihrem Kind angeht. Wenn sie dich ab jetzt beschimpft, tut es mir leid. Ist schon gut. Ich habe auch Dinge gesagt, die nicht ganz richtig waren. Nein. Früher oder später hätte sie es eh gemerkt. Du hast nichts Falsches gemacht. Aber... Kotonoha, ich hab dir mal erzählt, dass ich niemanden so lieben werde außer dich. Dass du die wichtigste Person in meinem Leben bist. Ja. Die einzige Sache, die mir Sorgen bereitet, ist Sekai, die ohne jeglichen Grund sauer auf dich sein könnte. Ja, das stimmt wohl. Aber man kann nun mal nichts dagegen tun. Leider. Es geht halt nicht darum, wer recht hat und wer nicht. Wenn dich die Person, die du liebst, verlässt und du herausfindest, wer der Grund dafür ist, beginnst du diese Person zu hassen, egal wer es ist. Ich werde mit allen Mitteln versuchen, mich bei Saonji-san zu entschuldigen. Nicht, als könnte ich nicht damit leben. Ich möchte es einfach tun. Ich denke zwar nicht, dass sie mir vergeben wird, wenn ich mich bei ihr entschuldige, aber wenn ich es tue, wird sicher der Tag kommen, an dem sie die Liebe zwischen uns verstehen wird. Hm. Saonji-san ist eine wirklich sehr wichtige Person für dich und mich gewesen. Wenn der Tag kommt, an dem Saonji-san mir vergibt, würde ich mich freuen, wenn wir wieder so zusammen sein könnten, wie wir es bisher waren. Ja. Achtung! Bitte halten Sie Abstand von den Gleisen. Der nächste Zug wird unmittelbar eintreffen. Kotonoha, dreht lieber einen Schritt zurück. Es ist gefährlich.
Auf Wiedersehen. War. Gute Nur. Kato, hast du eine Schuld, dass ich und Makoto? Nur sie ist schön. Dieses Mist. Kato Nur! Shitamo.